Es ist schon wieder Montag, jeder freut sich. YouTube fällt mit Jonsi für 90. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro, jetzt kommt Let's Fail. Nein, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. Und für dieses gestohlene Intro. Wo sind wir eigentlich? Ich hatte übers Wochenende gar keine Lust und auch keine Zeit. Nee, wohl eher keine Lust. Zu spielen. Wo sind wir hier? Im letzten Part sind wir hier irgendwo stehen geblieben. Okay. Ach, den kämpf ich, das gibt DP, oder? Aber meine Brüder rächen mich. Ach so, dieser eine von den vier Brüdern, ne? So, jetzt muss ich... Warte mal, ich so. Ja, schön, wenn man sich das nicht anguckt. So, okay. Aha, okay, komm ich auch. Alles klar. Das ist so ein Teleporter und das ist so ein Freak. Der greift bestimmt an, ne? Ja, ich finde die Schwachstellen in der Pokémon noch besiege sie. Ja, das werden wir doch einfach sehen, Jung. Eine Herausforderung von Forscher Fabian. Wir wollten mal. Wen haben wir vorne? Ich habe gar nicht geguckt. Biss! Aquana, los! Scheiße. Ultraschall. Verwirrt das nicht eigentlich? Egal. 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 Was ist da nur? Eiskalt, das Voltoball. Das Voltoball vor allem. Ein Gruß an Espada 0100. Magneton, ja, ich wechsle mal lieber. Oder auch nicht. Klar, ich drücke natürlich Kreis. Ich bin ja auch total... Ich bin noch voll auf PlayStation eingestellt. Ich habe das ganze Wochenende über nur PlayStation Portable gesuchtet. Und dann immer Kreis und X. Und jetzt immer wieder. Okay. Warum macht keine Stromattacken? Egal. Alles klar. Das wird auch... Dann geht jetzt nicht mit Donnershot oder so an, oder Donnerblitz ankommt, habe ich kein Problem. Oh. Aber das macht natürlich auch den massiven Levelunterschied aus, so dass ich keinen Schaden presse. So, jetzt habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Ah, bin ich gut. Jetzt kommen wir hier mal zu unserem Nougat-Riegel Kickly. Oh yeah. Der darf jetzt auch mal ein paar Schläge einfangen. Oder ja, doch. Los, Sprungkick. Warum ist es nicht effektiv gegen Gift? Ist doch total effektiv, dass man gegen Krankheiten mit Kampfansagen vorgeht. Macht doch jeder. Ich wusste es. Warum wusste ich das jetzt? Warum habe ich das jetzt... Ach, leck mich doch. Stärke. Ja, ich bin doch schon vergiftet. Mann. Ja, nur Körperattacken. Ja, noch mal Stärke. Oh Mann, 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 oh Mann. Kickle. Du hast mich besiegt. Ja, so sieht's aus. Kennt ihr die Haare, deine Kontaktlinsen und sucht den ordentlichen Job. Kreis. Paraheiler. Ja, unserem Kickly erstmal heilen. So. So, jetzt wird man hier die schöne Teleporter. Ja. Und landen natürlich wieder hier, wo wir den Türöffner gefunden haben. Ja, ich weiß, wo man den Türöffner findet. Auch wenn ich mir den letzten Part nicht angeguckt habe. Oh ja. Okay. Da sind drei Pokébälle und die will ich haben. Willkommen im neunten Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Hey, endlich mal einer, der nett mit mir ist. Zu mir ist. Oh Mann, was ist los heute? Naja, ist Montag. Ah, ich habe überlegt, ich mache heute mal keine 15 Minuten, sondern überziehe mal wieder, aber diesmal bewusst. Ja. Ganz einfach, weil ich finde, 15 Minuten Pokémon schafft man hier selten viel. Wenn ich mal das ganze Gebäude, normalerweise 15 Minuten, aber das ganze Reden etc. Ich bin geschockt. Und dass ich das nicht alles wegdrücken darf etc. Dann dauert das hier viel zu lange. Carbon! Carbon, alles klar. Nee, das wie Carbon. Sonderbonbon! Ja, na klar. Noch mehr Bonbon. Und Hyperbol. Okay, Bol passt nicht, aber Ballon. Hyperballon. So. Jetzt gehen wir jetzt mal nochmal hin. Mhm.
Zwei Teleporter. Ich spreche mit der Ische. Hilfe, ich habe Angst. Ja, ich nicht. Ich schlag mich eiskalt zum... Ach, Fad! Doktor durch. Mein Pokémon erwartet dich. Müder Blick nach links. Müder Blick nach rechts. La. Dieter. Ja. Oha. Oha. Ich würde mal sagen, Surfer, ne? Warum macht er nicht Donnerblitz oder so? Das verstehe ich nicht. Ich meine... Hallo? Bin ich weg? Du schwächliches Pokémon! Mist! Ja, zu viel an deinen Tränken geschnüffelt, wa? So. Nein! Das wollte ich nicht so! Ich will erstmal noch rein. Okay, alles klar. Fünfter Stock. Oh, Pokéball. More Pokéball. KP Plus Sonnen. Alles klar. Spezialorden. Kann man verkaufen, das ist Geld. Oh, ich glaube, ich bin hier richtig. Ah, nein, voll in den Teleporter gelaufen. Egal. Aha. Okay, das noch eine Füße. Safe, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht von Tigerocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Jetzt zeigst du mir, wenn ich eine Pokémon... Nein. Aber Donnerwelle ist so praktisch. Donnerwelle. Es braucht jeder eine Donnerwelle. Wenn ich nein sage, heißt es nein. Okay, hier war ich schon, das weiß ich. Aber ich hätte noch nicht die Tür. Hey, du da. Ein Eindring nehme ich das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Klar. Wer denn sonst? Ich meine, ich bin doch hier so der kleine Checker. Nein! Ein Kind im Gebäude, das musst du sein! Was? Nein, ich bin erst 12, habe aber schon Vollbart. Ich verwechsel mich. Ich bin kein Kind. Auch wenn ich wie 10 Jahre aussehe. Das ist egal. Ja, schön gegen so Bogen Pokémon anzugehen, mit Wasser angriffen und so. Finde ich auch. Bin total eurer Meinung, so, weißt du? Da. Surfer! Ich stelle mir jetzt gerade so bildlich vor, wie so ein Sandama als Süffel. Sandama! Alles klar. Na toll, ich hab verloren. Ja, das kommt davon, wenn man einen Kackschiff in der Hose hat. So, jetzt lass mich durch hier. Ich bin hier so voll das... Protzer. Ich bin voll der Protzer. Richtig, jetzt haben wir's. Hat die Tür. Ich bin ein kleines Kind, ich komme hier aber überall durch. Nein, doch nicht. Du bist ganz schön mutig. Danke, danke, danke. Zu viel, es gibt aber danke. Ich bock übrigens. Radikal. Ja, was machen wir denn da? Natürlich Eichstrahl! Aurora-Strahl! Ich wollte mir mit Überzahn zusetzen. Aquapelle! Ich muss aufpassen, dass meine Aquana mir nicht krepiert. Das wäre sehr unvorteilhaft. Jaha, solche Wörter beherrsche ich. Ich hab hier nur einen Duden liegen. Soll ja aber keiner wissen. Das ist dunkel, Nebel, dann kann ich damit was anfangen. Alle Status bei den Kampfteile. Bist du behindert? Oh wo? Nein, es bringt mir ja nichts. Wenn Tickly vergiftet ist, bringt mir das ja nichts. Super, nein. Was mach ich denn? Tal. Brain AFK gerade, ey. Meine Fresse. Aurora-Strahl. Ich wollte gerade sagen, es müsste sehr effektiv sein. Und oh Wunder, es war sehr effektiv. Ja, wissen wir mal, da fuhr man zum Lurak. Kann man hier Golbat auffressen. Kleiner Snap zwischendurch. Aber nein, ich drück mal wieder X. Ich bin auch total doof. Was ich gerade eben erst bemerkt habe. Aber voll Wurst so. Und ich lang Eier schütteln. Jetzt aber! Kreis?
Lugatriegel. So. Ich hatte doch recht mit Lugatriegel, oder? Oder sieht mehr so aus wie so ein, wie sagt man? So ein Magnum-Eis. Ja? So ein, naja. Magnum-Eis halt mit Arm und Bein. Oh ja, Kidmaster-Eis. Da stehe ich total drauf. Ich stehe sogar drauf, wenn Käfer da drin sind. Jam! Licht aus. Alles klar. Ja. Sind schmutzig. Tür öffnen. Hier ist sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Ich bin doch hier. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket, die Silphco, oder unsere Pokémon übernehmen würde. Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Oh yeah. Bin ich irgendwie richtig? Nein, bin ich nicht. Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Silphco? Ja, so heftig wie du aussiehst. Auf jeden Fall. Jonas? Ja, Jonas Brothers. Oh. Ich probier mal Aurora-Strahl. Oder auch nicht, Scheiße. Er ist so ein mieser Motherfucker! Jetzt muss ich noch sein Teil lassen. Los, Glurak! Ja, und du? Mach Flammenwurf, halt nicht schaden. Er brennt und ist nicht tot. Warum ist er nicht tot? Ich verstehe das nicht. Schlimmer sein kleines Slimer kam. Wow. Okay. Haus um mit Metallklaue. Oh yeah. So geht das. So schnell. Feierabend. Ich gehe nach Hause. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Okay. Was poltern die hier so rum, ey? Meine Fresse. Ja, ich sitze im ersten Stock. Nur so nebenbei. Ganz ehrlich, ich laufe hier nur blind durch die Gegend. Also beschwert euch nicht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, Mann. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen? Hätte ich mal der Quanner heilen sollen? Ja. Oh, ja, natürlich widersetze ich mich. Hallo, ihr seid voll hässlich und so. Ich glaube, mir muss man das nicht sagen, aber wir können das ganz einfach hier mit Aurora strahlen. Ha. Mein Aquana glänzt in ihm. Ja, noch ein Super. Man sieht hier kreativ, super. Und alles andere auch. Okay. Ja. Was haben wir denn hier alles? Jetzt komm mal, mach mal hin. Ich hätte immer so ungeduldig, wenn ich kämpfe, ey. Das ist immer so total unnötig. So, jetzt kommt ein Goldbutton, das haut nur einfach mal so ein Aurora-Strahl weg. Na komm. Ja, ich kann das Ding nicht mehr hören. Oh Gott, du lieber Verräter. Hey, wieso? Ich war doch nie bei Team Rocket, ne? Was stellt er mir hier? Habe ich jetzt noch irgendwie so ein... Warte, ja, wunderbar. Für meinen Nougat-Riegel. Passt, Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Wir müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silphco gesehen haben. Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Oh je, meine, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Voll von seiner eigenen Ische gedisst. Ich bin einer der verrückten Rocket-Brüder. Wie viele hatten wir davon noch? Bin nur überlegen. Haben wir alle besiegt? Ich denke schon. Also, das wird jetzt wahrscheinlich der vierte sein. Geht mal grob von aus. Ja, das kommt davon, wenn man sich seine Parts vorher nicht mal anguckt.
Okay, egal. Ich werde eh hier alles töten, also können wir schon mal davon ausgehen, dass das vielleicht nicht der letzte ist, aber mit unter anderem einer der vier Rocket-Brüder ist. Weil er es ja gerade gesagt hat. Und ich rede wieder sinnloses Zeug, aber ist total scheißegal. Nein, ich bin raus. Ja. Jetzt lassen wir mal ein anderes Pokémon kämpfen, weil so langsam wird das echt creepy. Tauboga. So. Ich habe keine Ahnung wohin, aber egal. Irgendwann treffe ich schon den richtigen Teleporter. Und wenn es Stunden dauert. Ach, scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Ah, hier war ich schon bei diesem komischen Freak da. Gut. Ob das Hilfe schon erledigt ist, das werden wir gleich herausfinden. Alles klar. Unmöglich. Okay. Das sagt mir zwar so gar nichts gerade, aber egal. Einfach mal so ein bisschen rumstöhnen. Fällt jeder drauf ein. Ah, hier waren wir doch eben gerade noch. Vorhin, meine ich. Ja. Oh Mann. Warum ist das so behindert? Ach, ich glaube langsam, dass ich die ganze Zeit nur den Türöffner brauche und die ganze Zeit hier nur hin und her fliege, weil ich so einfach zu dumm bin, um nach oben zu fahren. Hallo? Echt? Okay, irgendwie gerade. Stopp! Hast du einen Termin, mein Boss? Ja. Hab ich. Oh, tut mir leid. Dann lass ich auch durch. Na klar. Los, Taubunga! Flügelschlag! Komm schon. Ja, den Kampf will ich jetzt hinter mich bringen, weil das sind 5 Pokémon, habe ich keinen Bock drauf. Er ist sowieso unnötig hässlich und hat noch Ratzfatz. Und zu was? Scheiße, auch Bedroher, ich schlag dich kaputt. Warum macht er? Nein. Fick. Alles klar, jetzt wird's wieder interessant. Paralysiert, oder? Nee, alles klar. Naja, das ist jetzt interessant. Uninteressant, was er sagt. Sie hat einfach mal weggespult. Weggespult vor allem. Was ist denn los heute? So, hier. Ach, leck mich doch alle im Arsch. Ich werde mit euch kommen, nicht lang. Ja. Warum wusste ich das? Woher wusste ich das einfach so? Ja, Mann. Aber hier war ich nicht, das wüsste ich. Okay, hier war ich doch schon. Ah! Ich habe mal den Teleporter down. Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Nein! War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Ich glaube, man könnte denken, dass ich jetzt länger aufnehmen war. Ach, scheiße. Naja, dein Arsch hat die Kontrolle über Silco übernommen, ist klar. Man könnte jetzt langsam irgendwie denken, dass ich einfach nur länger aufliege, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Und zum Teil ist das auch korrekt, aber ich wollte wirklich länger aufnehmen, weil ich habe echt keinen Bock noch Sword of Mana zu spielen. So, ich krieg einen Taubos. Egal, das ist jetzt gerade sowas von unwichtig. Ups. Bin ich doof oder was? Hör dich auf zu nerven! Nein. Flügelschlag, ey. Oh, das ist alles weg, Cowboss, Mann. Das ist voll krass so. Das ist voll lucky Boss so. Und jetzt habe ich das total verkackt. Und ja. Egal. Naja, man könnte jedenfalls denken. Naja. Ja, man könnte denken. Man muss es nicht. Beweist es paar 0 und 100 schon ganz oft genug, ja,
Nein. Ich gebe auf, ja, bist du. Man könnte denken einfach, dass ich auch länger aufnehme, weil ich echt keine Ahnung habe, wo ich bin. Und zum Teil ist das wirklich korrekt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wohin soll. Ah, Gary! Alles klar! Ah, nee, Peter. Oh, was will ich denn? Was hat dich aufgehalten, Tobias? Haha! Haha! Ich wusste, du würdest hierher kommen. Vorbeikommen. Ich schätze, das Zwerg hat dir ganz schnell zugesetzt. Ich habe dich in der Frühlingszeit gesehen und mich gefragt, ob du mit dir besser geworden bist. Alter, ich tritt gleich in deinen kleinen Arsch. Hab ich auch. Meinst du gesteckert was? Siehst du, ich war sogar geschwächt. Bitch! Fukano, don't kidding me. Also warte mal, das hier. Mega wichtiger Kampf gegen Peter. Surfer! Ha, ha, ha. Ein o. Ach ja, der hätte nachher zum Schluss so ein Koko-Boy, Alter. Boah, das wird mir so dermaßen auf die Nüsse gehen. Flammenwurf! Ich mag... Nein, das hatten wir letztes Mal schon. Ich mag Rührei, so jetzt hab ich's. Kurz überlegen, egal. Sind hier so. Na klar, kommt jetzt zu Top. Und ich drücke natürlich X, weil ich lebensmüde bin. Heilige Scheiße! So. Geh mir nicht auf die... Jetzt auf die Nüsse. Warum kann ich sterben? Biss! Europastrahl! Frier ein! Will er mich verarschen? Biss! Fick dein Turtok! Los, Aquana, du bist männlich! Ich weiß, dass du ihn ficken kannst! Du machst mir alles nach, ich schwör! Ja, das ist unnötig. Biss! Du hast besiegt, oh yeah! Ach ja, los, Aquana! Biss! Oh yeah, das war's für Peter. Du bist so schlecht, du Scheiße, du bist einfach nur der da mit pinke Hose, lila Hose. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Buster antreten kannst. Jetzt rate mal, lustige Geschichte, was ich vorhabe. Also Tobias, ich zieh dann weiter. Wenn ich die Pokémon sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zum Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Für Glück, Tobias, drehe ich weiter. Ciao. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Dieses Pokémon hat Dankeschön. Shit. So, Lapras, alles down. Es ist Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Er ist ein guter Schwimmer und kann nicht übers Wasser tragen. Heißt auf Klardeutsch. Hey, das Vieh kann Surfer. Halt, kein Schritt weiter. Kacke. Schnell raus, weg! Ja! Ja, Surfer. Ich muss es noch ein bisschen schneller machen. Ich will jetzt nochmal so kurz. Bitte verschone mich. So. Eine Maus ist im Bildschirm auf, sieht man das nicht so. Ich habe so viel Supertank, Hypertank. Ich bin so skillet. Ich bin ja so reich so, weißt du. Ich habe so viel Geld, ey. Das, was Gronkh als Zelt hat, ja, das ist meine Villa, so. Egal. Hier kommen, ja, oh, super Tage, 200 KP, auch wenn Pikachu nur 65 hat, aber toll, oh, oh, ja, das Bibifax ist das. So, los geht's. Ah, Tobias, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst die Verhandlung mit dem Präsidenten, hat für einen, ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus und lernt seine Welt voller Schmerzen kennen.
Giovanni, warum du nichts können? Warum du verlierst gegen Kien? Was ist denn los mit dir, hä? Illumino. Und ich habe natürlich Taubers vorne, weil ich einfach so doof bin. Flügelschlag! Ja, na klar. Warum auch nicht? Nochmal Flügelschlag. Ah. Flügelschlag! Okay. Rihorn. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um auf Aquana auszuwechseln. Surfer! Wasch jetzt richtig durch. Car Wash. Ah, yeah. Das Lied kenne ich nicht weiter, aber egal. It's a Car Wash, yeah. Ja, Level 44. Jetzt kann ich die Pokémon-Finger fertig machen. Nein. Kangama. Was war das? Egal. Scheiß drauf. Komm, Riesbier. Ach ja, Kangama. Fette Monster mit seinem kleinen Monsterkind. Nidoqueen? Warum hat er denn Nidoqueen schon? Ich finde Nidoqueen viel besser. Boah, ist das hässlich so. Ich wollte gerade sagen, das krepiert jetzt nicht, ey. Arr, wieder verloren. Ich glaube, ich sollte mal anfangen, so ein bisschen mit italienischen Akzent zu sprechen. Verdammter Mist! Du hast unsere Übernahme des Hilfkopf eitel. Aber das Team Rocket wird niemals abgeben. Tobias, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, na klar. Ja, ich bin jetzt vergiftet. Warte mal, du alter Sack, ich muss mein Pokémon heilen. Ich danke dir für die Rettung des Hilfkopf. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Meisterball! Und damit wäre das Spiel vorbei. Nein, also nicht. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wege jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Wie geil. Das kam jetzt. Ah, egal. Und jetzt machen wir uns aus dem Staub. Auf mega coole Pokémon-Art. Ich habe eine Idee. Ich weiß nämlich, was ich machen werde. Und zwar mache ich hier einfach Schluss. Ganz einfach, das war jetzt ungefähr 30 Minuten. Und ich weiß auch nicht, soll ich gleich den nächsten Part aufnehmen so für morgen? In der Arena? Nein, ich stelle mich hier einfach hin. Speichere ab. Verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Übertreibt es nicht mit den Pokémon-Suchten und bis zum nächsten Part. Wo wir dann so richtig, wie heißt der Typ, keine Ahnung, voll in die Fresse treten! Bye!